gerade das, der Akzeptanz der Szene. Es entsteht ein falsches Bild, wofür ich mich schäme. Ich denke an Nation Guru, denke an die Weisheiten von Hip-Hop-Guru. Afrika, Bambaataa, das Feuer brennt immer noch, aber zu viel Gelaber, zu wenig wird gemacht. Hip-Hop entsteht aus Kreativität und was ist da ein Empfang? Ist ein Burning Fire. So komm und Digga, allein mal Feuer. So komm wir, ha 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 ja. Ya no sienten el vibe, solo siguen a la mayoría limitándose, no solo musicalmente, haciéndose un cierto imagen de la gente. Esto que les llegue a los que piensan en categorías. Ya no sienten el vibe, solo siguen a la mayoría limitándose, no solo musicalmente, haciéndose un cierto imagen de la gente. Deine Story von der Straße in Gangsterfassade, vor Design in der Plattenfirma Chefetage. Stehst du da, kopierst USA, marschig bei Viva, kenn du Superstar, bla. Doch es fehlt dir die Message, auch wenn's grad nicht fresh ist. Hip-Hop ist Leben und nicht wie du Cash kriegst. Kritischer Web wie von KS1. Wo ist der Blues, das Leben, die Botschaft im Song? Hey, scheiß auf Digga Eier, ich scheiß auf Cash Geier. Gib mir lieber wieder Message mit ein bisschen Rap-Fire. Komm und Digga, Leute, mal Feier. So kommen wir, ha 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 ja. Oh, yeah.